der kleinsten, aber der schönsten Dorfkirchen aus dieser Region. Hier ist etwa wie der Altar, passt eigentlich gar nicht dazu, also ein barocker Altar in dieser schönen Dorfkirche. Wir besuchen weiter auch die Johanniterkirche in Großeixen. Und zwar haben die Johanniterkirche diese Kirche als Wallfahrtskirche ausgebaut und sie zählt wohl zu einer der größeren Dorfkirchen auch in dieser Region. Das also ist unser Besuch in Nordwestmecklenburg. Nochmal, ich fasse zusammen. Über Schloss Wedendorf, Hotelschlossanlage, Gardebusch mit seiner schönen großen Kirche und dann wohl die schönsten Dorfkirchen in der Region. Das ist eine Tagestour und wird uns dann den ganzen Tag über schon beschäftigen. Ich habe einen sehr netten Führer auch dort, der kommt aus der Region und war ganz begeistert, als ich ihn fragte, ob er uns durchführen möchte. Jetzt kommt einer meiner Lieblingstouren, wir haben es noch nicht gemacht. Ich habe in Marburg studiert und in einer der Formulierungen heißt es, wir besichtigen eine der romantischsten Flüsse Deutschlands. Irgendwo habe ich jetzt einen Fehler gemacht, in dem es nämlich sonst rede ich einfach lauter, geht auch gut. Also die Lahn gilt als wohl einer der romantischsten Flüsse Deutschlands. Ich glaube das. Und hier ist eine Dreitagestour. Wenn man dahin fährt, braucht man eben zwei Übernachtungen. Das ist immer das Problem. Kiel, so schön wie es liegt im Norden, hat eben die Schwierigkeit, die interessanten Ziele sind so weit entfernt, dass man schon mit zwei Übernachtungen rechnen muss, wenn man sich weiter als Kassel begibt. Also wir fahren in das Lahntal. Und im Lahntal, jetzt habe ich diesen Balken da links, der jetzt regelmäßig auftauchen wird. Sie merken, meine Fähigkeit mit dem digitalen Computer umzugehen ist beschränkt, aber ich konnte immerhin dieses Zeichen da einbringen. Wir fahren als erstes nach Marburg. Abgesehen davon, dass ich da studiert habe, ist Marburg auch sonst sehr bedeutsam. Und zwar, brauche ich auch nicht weiter zu erwähnen, hier sehen Sie ein schönes Bild von der Stadt. Und zwar haben wir hier die beiden großartigen Gebäude. Zum einen haben wir die Elisabethkirche, Sie sehen sie rechts auf dem Bild, der früheste rein gotische Kirchenbau auf deutschem Boden, benannt nach der heiligen Elisabeth von Thüringen, die auch heilig gesprochen wurde, 1235, und da fing man mit diesem Bau an. Er wurde allerdings in kurzer Zeit vollendet, war eine Wallfahrtskirche. Als ich damals da war, da lag noch Hindenburg und Friedrich der Große dort. Also zumindest die großen Sarkophage waren noch dort. Gilt als Meisterwerk der deutschen Frühgotik und interessanterweise als Vorbild auch für den Kölner Dom. Der wurde allerdings etwas später fertiggestellt. Daneben sehen Sie hoch oben drüber das Landgrafenschloss. Auf dessen Terrasse habe ich mehrfach gesessen und es gilt eben als eine nicht nur die erste Residenz der Landgrafschaft Hessen. Der Saal, der große Fürstensaal, zählt, wenn man also glaubt, was immer geschrieben wird, für den größten und qualitätsvollsten profanen gotischen Sälen in Mitteleuropa. Das ist doch was. Und außerdem ist die Stadt selbst ein Genuss, wenn man dort in alten Gassen gehen kann. Nächstes Ziel ist Braunfels. Braunfels, auch an der Lahn, zeichnet sich aus einmal durch sein Märchenschloss. Und solche Märchenschlösser sind natürlich in der Regel neoklassizistisch oder neogotisch oder was auch immer. So ist es dann auch nachgebaut worden, in diesem Fall neugotisch. Aber am schönsten ist eben die Altstadt, die innere Altstadt mit ihren Verteidigungsanlagen, Marktplatz, ihren interessanten Fachwerkhäusern 17. bis 18. Jahrhundert. Die wollen wir uns angucken. Dann fahren wir nach Weilburg. Weilburg, Regierungssitz des Hauses Nassau-Weilburg. Das Schloss, hier ist glaube ich jetzt mal eine Aufnahme von oben, das Schloss aus dem 16. bis 18. Jahrhundert gebaut, Renaissance-Teile und gilt zu den am besten erhaltenen Renaissance-Schlössern im Lande Hessen. Großes Gebäude am Marktplatz, viele Fachwerkhäuser und in den Werbebroschüren heißt es, schon der erste Blick lässt keine Zweifel, hier waren Könige und Grafen zu Hause. Na gut, da passen wir also genau richtig hin. So, danach fahren wir an einen Ort, der auf seine Art eine große Berühmtheit erlangt hat, nämlich nach Limburg. So,
Ja, wir besuchen den Limburger Dom. Leider können wir den Bischofssitz nicht besuchen. Wir werden da mit Sicherheit am Gitter stehen und gucken, was denn dieser Bischof dort alles so fabriziert hat. Und irgendwo in 300 Jahren werden die Nachfahren sagen, Gott sei Dank hat der Bischof kräftig in die Kasse gegriffen. Aber wir sind ja nun im Jahr 2014, da passt das alles nicht so ganz. Also in Limburg schauen wir uns an, wie Sie sehen, den ganz bedeutsamen Dom. Er gilt als einer der vollendetsten Schöpfungen spätromanischer Baukunst. Also das Lahntal zeichnet sich überhaupt aus durch die ganz großartigen Kirchenbauten, aber auch Schlossbauten. Elemente der Frühgotik sind auch vorhanden. Und wir haben eine nahezu fast komplett erhaltene mittelalterliche Fachwerkaltstadt. Weiter geht es nach Dietz. Dietz selber ist vielleicht etwas weniger interessant. Es gibt zwar das Grafenschloss Dietz, aber eben Schloss Oranienstein. Schloss Oranienstein, da denken Sie sofort an die Oranier, Sie haben richtig gedacht, also das Stammhaus des niederländischen Königshauses, ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster, das hier mit eingebaut worden ist. Ganz interessant vielleicht, wer hat die Pläne für den Umbau geliefert? Ein Architekt mit Namen Daniel Marot. Den kannte ich nicht, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. Er ist Sohn des Erbauers der Anlage von Versailles. Deswegen schon so ein bisschen eine Andeutung an ein großes Barockschloss. Und schließlich als Abschluss der Reise Wetzlar. Wir hätten auch früher hinfahren können, aber Wetzlar liegt in der Nähe der Autobahn, das Wetzlar zum Schluss. Wetzlar, ein sehr schön nahezu geschlossenes Ensemble von Bauwerken und Wohnhäusern. Unter anderem zu den Wohnhäusern gehört der Deutschordenhof, heute das Städtische Museum, das Lotterhaus, wo Charlotte Buff gewohnt hat, das Jerusalemhaus, das eine traurige Berühmtheit erlangt hat, weil sich dort Karl Wilhelm Jerusalem erschossen hat. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber er war die Vorlage für den Werther von Goethe und das Palais Papius und schließlich der berühmte Dom, der Marienstift. Ach so, ich habe ganz vergessen weiterzurücken, Sie sehen. Hier sehen Sie also nochmal die alte Lahnbrücke, die steinerne Lahnbrücke und über dem Ganzen erhebt sich der eigenartig gestaltete Dom. Dieser Dom hat eine ganz besondere Bewandtnis. Man hat angefangen im Jahr 1230 und im Jahr 2014 ist er immer noch nicht vollendet. Es heißt, das Bauwerk wirkt, heißt es so schön in einer Beschreibung, wie ein steingewordenes Buch über mittelalterliche Baustilkunde. Den wollen wir uns auch anschauen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen also an die Lahn fahren. Wir fahren drei Tage, haben zwei Übernachtungen. Besuchen Marburg, dann Braunfels, Weilburg, Limburg, Dietz und enden in Wetzlar. Die nächste Exkursion hatte ich überschrieben mit guten Dach. Alle dachten, der kann kein Platz, nein, das ist ja auch holländisch. Also guten Dach auf Niederländisch in Groningen und seinen Schätzen. Als erstes besuchen wir das Kloster Ter Apel. Ter Apel hat etwas auch mit deutscher Geschichte zu tun. Ter Apel lag an der Handelsstrecke zwischen Münster in Westfalen bis zu der Stadt Groningen. Und es heißt so schön, das Kloster bot den Pilgern Gastfreundschaft und Devotion. Das ist doch ein schöner Begriff. Wir wollen also dort auch sehr andächtig sein. Ter Apel zeichnet sich aus durch schöne alte kleine Höfe. Und hier sehen Sie auch den interessanten Klostergang des Klosters Ter Apel. Als nächstes besuchen wir die Stadt Groningen. Sie ist die jüngste Stadt der Niederlande, aber doch eine sehr alte Stadt. 2005 hat sie den Titel bekommen, der besten Innenstadt der Niederlande. Und die Begründung war sehr einfach, weil es sich dort so wunderbar leben lässt. Ich finde das eine tolle Begründung. Sie gilt als eine Stadt der Kunst, der Architektur, des Designs nebenbei. Interessante Designschulen und der Hanse. Hier sehen Sie also zum Beispiel das alte Hansehaus, dann ist natürlich, und dieses ist das Museum, und Sie sehen schon hier moderne Architektur in Verknüpfung gleichzeitig mit mittelalterlicher Architektur. Gleichzeitig war Groningen auch Sitz einer der Hansetage, und zwar im Jahr 1463. Dieses ist das Hansehaus, das Hansehaus. Und gleichzeitig fahren wir dann etwas weiter. Wir besuchen als Stadtteil von Groningen die Festung Bourtagne. Bourtagne wurde 1742 erbaut. Sie sehen also die typische fünfeckige Form der Festung und ist praktisch im Stil, wie es 1742 war, wieder restauriert worden. Wir finden also eine fast wie 1742 intakte Festung, das dort
Leute in Kostümen rumhantieren, das vergessen wir einfach. Aber es wird schon interessant sein, mal zu sehen, wie diese Festung damals angelegt wurde, umringt durch diese schöne Mauer. Und weil wir so in der Nähe von Emden sind, machen wir gleich einen Abstecher in die Kunsthalle von Emden. Namen Henry und Eske Nannen und vor allem auch auf Otto van der Loo, der manchmal nicht so stark erwähnt wird. Otto van der Loo hat mit die größere Sammlung in diese Stiftung eingebracht. Sie gilt als lebendiger Ort der Begegnung zwischen Menschen und Bildern, das kann ich nur bestätigen, wurde durch verschiedene Schenkungen sehr stark ausgeweitet, hat heute über 1500 Bilder und Richard von Weizsäcker nannte das Haus, rühmt am Haus die menschlichen Dimensionen. Die Schwerpunkte sind neue Sachlichkeit und deutscher Expressionismus, zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein und Emil Neude sind hier zu Hause. Also nochmal die dritte Exkursion im September 2015 mal in die Niederlande. Wir schaffen es gerade mit dem Bus in einem Tag. Kloster Ter Apel, die schöne Stadt Groningen mit der Festung Bretagne und am nächsten Tag Abschluss die Kunsthalle von Emden und wieder geht's zurück. Und weil wir so gern, ach hier, Entschuldigung, habe ich ihn verschlagen, Franz Marc natürlich, den habe ich vergessen, ist auch dort ausgestellt. G8, die letzte der Exkursionen am 15. Oktober, auch zufällig die letzte im Programm. Hamburg ist immer eine Reise wert, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Und als ich mal durchfuhr, so eine Hafenrundfahrt, kam ich bei den Gebäuden von Blohm und Voss vorbei, bei der Werft und dachte, das muss man sich mal anschauen. Es gilt als die letzte der Großwerften im Hamburger Hafen, alle anderen sind verschwunden. Und wie heißt es dort so schön? Dank technischen Know-hows, herausragender Leistungen der Ingenieure, modernster Fertigungstechniken und Technologien nimmt das Unternehmen eine bedeutende Stellung auf dem Weltmarkt ein. Davon wollten wir uns selbst überzeugen, indem wir die Vorfertigungs-, Montage-, Schiffbauhallen, das Schwimm- und Trockendock anschauen. Was stellen Sie her? Vier Sachen, vor allem eben sind Sie sehr stark bei Massengutschiffen tätig. Sie stellen Bau- und Kreuzfahrer, haben also einige Luxusliner schon hergestellt. Offshore sind sie tätig und schließlich auch bei Großjachten. Also ist es die letzte Großwerft, sage ich mal, hier im Norden, die den Besuch lohnt. Dann fahren wir ins, hier mal ein Bild nochmal von der Großwerft und nochmal die großen Lagerhallen. Dann das Ihnen bekannte Bucerius Kunstforum. Warum fahren wir dahin? Ich fand die Ausstellung so interessant von Poussin bis Monet. Was haben die beiden gemeinsam? Der eine ein Barockmaler, der andere ein Impressionist, die haben gar nichts gemeinsam. Bis auf die Tatsache, dass sie beide in Frankreich leben und gewirkt haben. Und hier wollen wir mal uns über die 200 Jahre, die zwischen den beiden liegen, uns davon überzeugen lassen, wie es dazu kam, dass sie sich von der akademischen Malerei gelöst haben und praktisch den Weg in die moderne Kunst gefunden haben. Hier ein typisches Bild hier von Claude Monet oder dann als letztes dann die Hafen City. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Poussin, Nicolaus Poussin, 1554 bis 1665, kann ich stimmen? Nee, so lange lebt kein Mensch. Also habe ich mir ein falsches Datum rausgeholt, aber er hat jedenfalls ziemlich lange gelebt, das kann ich jetzt mal feststellen. Er hat so Bilder gemalt, wie zum Beispiel die Hirten von Arkadien oder den Raub der Sabinerinnen. Das ist die typische Sujet der damaligen klassizistischen Barockmalerei. Claude Monet, hier stimmen die Daten, 1840 bis 1926. Und wir haben zum Beispiel die ganz berühmten Saint-Lazare oder sein schöner, wunderschöner Garten. Also es lohnt der Besuch auf jeden Fall. Und dann zum x-ten Mal besuchen wir die Hafen-City. Zum x-ten Mal sage ich, weil das immer wieder interessant ist zu sehen, wie entwickelt sie sich. Sie wissen, die wird von West nach Ost, von Nord nach Süd gebaut. Rund 56 Projekte jetzt fertiggestellt, 49 noch im Bau. Und zu denen, die immer im Bau sind, gehört natürlich auch unser Lieblingsthema hier im Norden. Auf Kaispeicher A, Sie wissen es, die Elbphilharmonie. Und jedes Mal bin ich wieder begeistert, wenn ich sie sehe und hoffe, dass ich noch zu meinen Lebzeiten mal ein Konzert dort erlebe. Aber da die Lebenserwartungen auch der Älteren immer länger werden, sind die Chancen ja eigentlich doch, dass ich es noch schaffe. Und auf die Frage, warum die Kosten so niedrig angesetzt waren, ist die Antwort sehr klar, sonst hätte niemand dieses Ding gebaut, wenn die echten Kosten genannt hätten. Also, wir gucken uns das an und stellen natürlich die Frage,
Ob die Hafen City dauerhaft zu einem attraktiven Wohnort sein kann, ein vielschichtiger Arbeitsort und perspektivischer Unternehmenssitz, damit wirkt sie. Auch das werden die Frage werden wir stellen. Und ob man sich vorstellen kann, dass in der Hafen City Sozialwohnungen gebaut werden, darüber werden wir uns auch unterhalten. So, das ist nochmal mein Lieblingsobjekt und auch das Ihrige. Und vielleicht wird es ja wirklich zu einem Leuchtturm, wenn es fertig ist. Und da wir ja alle von der Repetition oder Wiederholung leben, wiederhole ich noch einmal die Ziele, die ich mit Ihnen durchgehen will. Also nochmal Nordwestmecklenburg, dann nochmal das schöne Lahntal, dann Groningen mit der Festung und schließlich Hamburg, Blum und Voss. Und damit Sie sich auch die Daten nicht unbedingt merken oder zumindest nochmal vor Augen haben, 9. Mai, 19. bis 21. Juni, 5. bis 6. September und dann schließlich am 15. Oktober. So, Frau Köstler wartet nur darauf, dass Sie sich anmelden. Die Obergrenze liegt bei etwa knapp 30. Also Sie wissen, was Sie erwartet, aber wir haben auch eine Untergrenze so gewählt, dass wir hoffen, dass wir diese Exkursion durchführen können. Ich freue mich mit Ihnen darauf. Und verspreche, dass ich Sie so vorbereiten werde, dass Sie zum Schluss sich freuen, wenn Sie dann endlich da sind. So, das war's. Nochmal. Lahntal ist ein anderes Datum. Lahntal ist ein anderes Datum. Alles Mögliche. 3. bis 5. Juli. Achso, bitte merken Sie sich dieses Datum nicht. Gucken Sie lieber in den Prospekt. Da ist das echte Datum. Also, gut, also nochmal. Ich freue mich. Ich bin Merten Born, ich bin Historiker und habe schon hier eine Exkursion dieses Jahr durchgeführt. Das war die Exkursion zum Gutronlied und Seestädter Kirche, auch eine Tagesexkursion. Und wir haben dort verschiedene Ziele gehabt. Interessant war, dass wir eine Kombination hatten, und zwar, was ich immer ganz gerne habe, die Historie kombiniert mit der Gegenwart. Und zwar hatte der Besitzer von Hohenlied sich bereit erklärt, Herr Lemke, norddeutsche Saatzucht, die Betriebsführung bis in die Labors, praktisch vom Reagenzplatz bis zur fertigen Pflanze zu übernehmen. Und ich habe den historischen Part dann gemacht. Ich möchte Ihnen kurz, jetzt hier mal kurz zurückgehen. So. Also ich habe vier Exkursionen insgesamt. Die erste Exkursion führt auf den Spuren von Jean-Henri Desmercier. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Jean-Henri Desmercier bekannt ist. Und zwar, wie der Name schon sagt, der ist der Namensgeber von dem Desmercier-Kog. Und ist französischer Abstammung gewesen. Das heißt, sein Vater war Graf. In der Literatur wird er auch als Graf Desmercier bezeichnet. Das ist aber nicht richtig. Er ist erst im Alter durch ein Naturalisationspatent zum Adel gekommen und wurde dann vom dänischen König naturalisiert. Wir werden während der Exkursion, das ist praktisch das Konzept, was ich auch für zwei Exkursionen mir dort erarbeitet habe, auf den Spuren von zwei Persönlichkeiten gehen. Also wir fahren nicht einfach zu einer Kirche hin, sondern wir werden an dem Lebenslauf von Herrn Desmercier einzelne wichtige Stationen seines Lebens kennenlernen. Er hat von 1687, 88, woher die beiden unterschiedlichen Lebensdaten, das hängt damit zusammen, auf seinem Sarkophag steht 1688, den habe ich gesehen, und in der Literatur steht 1687, und deswegen habe ich den Schrägstrich genommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber er ist auf jeden Fall in diesem Bereich geboren. Er ist natürlich auch gestorben, 1778, und er war ein ganz bekannter Reformer. Er hat auch die Leibeigenschaft schon sehr früh auf seinen eigenen Gütern. Er war Besitzer von Gut Quarnbeck, wo wir auch hinfahren. Er war Besitzer von Emkendorf, und zwar vor den Rehlenbloß, also vor Julia und Fritz Rehlenbloß, und hat auf Emkendorf auch schon gebaut. Nur die Decke, die er gebaut hat auf Emkendorf, können wir leider nicht sehen, weil die
mittlerweile dann übertüncht wurde, die ist praktisch in einem Zwischenboden, aber wir werden auch Hemkendorf besuchen und werden natürlich dann auch Mittagspause machen, ist klar, im Felder Seegarten und entsprechend dann am Nachmittag auch noch Gelegenheit haben, in dem schönen Park von Hemkendorf auch etwas spazieren zu gehen, wobei ich natürlich dabei dann auch Erläuterung geben werde. Herr Desmercier ist auch beliebter Taufpate gewesen, also er war in den Kirchenbüchern, die ich im Original hier in Kiel mal gesehen habe, liegen in Kiel, sowie seine Frau vielfach Pate, das heißt weder sie für die Töchter seiner Mitarbeiter oder er entsprechend für die Söhne. Und ich habe einen eigenen Vorfahren, wo sogar das gesamte Ehepaar dann Taufpate war. Das hing damit zusammen, weil er Meiereipächter von Radmannsdorf war. Und da zeigte sich dann irgendwie die besondere Wertschätzung. Hier ist einmal die Flambuder Kirche. Also wenn Sie ganz hier an den Rand sehen, dieses kleine Gebäude, das ist die Desmercier-Gruft. Die werden wir dann auch von innen sehen, einschließlich den Sarkophag. Der ist gerade restauriert und unter anderem mit Mitteln von der Familie Milberg, also auch bekannt durch den Schauspieler Axel Milberg. Die Kirche ist mit einem Dachreiter und Dach versehen, das auch Desmercier hat letztendlich einrichten lassen, aber sie ist natürlich restauriert worden. Das ist das Torhaus von Quarnbeek und das ist ein Schattenriss von Herrn Desmercier. Den habe ich hier so mal eingearbeitet. Es gibt auch Porträts von ihm. Die werden wir dann später aussehen. Hier ist die Ansicht von Hemkendorf, also so wie wir das an einem schönen Spätsommerabend kennen. Diese Kisten hier vorne, das sind einfach nur die Abdeckungen für die Putten, damit die Sandsteinplastiken keinen Schaden nehmen. Die werden also ab und zu, wenn Schleswig-Holstein Musikfestival ist, werden die mal abgenommen, dass das nicht so komisch aussieht. Das ist nur die Einrüstung davon. Und hier ist nochmal Herr Desmercier, das ist die Plakette, die sich in der Kirche Flambude befindet. Flambude, eine alte Kirche, die von flämischen Händlern schon im Mittelalter gebaut wurde. Zur Warenanlandung gab es am Anfang ein Haus und später ist eine Kapelle dort gebaut worden. Und das wurde dann Patronatskirche und das ist auch der Grund, weshalb Herr Desmercier dort dann auch als Kirchenpatron die Kirche mit umgebaut hat. Hier haben wir ihn auch als Pionier und modernen landwirtschaftlichen Förderer und auch als Eindeicher verschiedener Köge, unter anderem des Desmercierskog. Interessant ist vielleicht noch seine Schwester Margrit, seine Halbschwester, war eine Dame, die einen spanischen Granden geheiratet hat und das sind direkte Ahnen von der spanischen Königin Sophia gewesen, die übrigens auch mit Schleswig-Holstein eng zusammenhängt. Und hier ist der Sarkophag, da gibt es eigentlich nur eine ganz schlichte Schrift, und zwar die Aufschrift ist auf der linken Seite, das kann man jetzt nicht sehen, werden wir aber sehen, wenn wir dort praktisch reingehen, eine Inschrift auf Französisch und eine auf Lateinisch. Und in der Mitte steht Le droit chemin, also er war auf dem rechten Weg. Er ist also immer auf dem rechten Weg gewesen, das ist der Sarkophag. Er ist bekannt geworden dadurch, dass er der Gründer von der Bank von Kopenhagen war und wurde erst in Kopenhagen auch kurzfristig beigesetzt und kam nachher dann in diese neue Gruft. Also wir werden praktisch die Flambuder Kirche sehen und wir werden dann auch natürlich Hemkendorf sehen und muss man auf die Escape-Taste, ja, okay, auf die nächste Präsentation. Thank you.
Ja, unsere zweite Exkursion wird uns auf den Spuren von Friedrich Ludwig Baron von Dehn führen, 1697 bis 1771. Er war Statthalter der Herzogtümer und ist erst Baron geworden und später war er dänischer Lehnsgraf, war Besitzer von Ludwigsburg in Schwansen. Dort werden wir natürlich das Gut Ludwigsburg besichtigen und jetziger Besitzer ist ein Herr Karl, der das auch sehr nett macht. Also ganz bekannt ist Ludwigsburg durch die bunte Kammer. Das ist eine Kammer, wo es also ganz viele Embleme aus dem 17. Jahrhundert gibt, wo heute gerne auch geheiratet wird. Und wir werden das Haus Ludwigsburg natürlich dann von innen sehen. Ich habe Ihnen hier an die Seite mal ein Porträt noch von dem Erbauer gestellt. Das ist also der spätere Graf Dehn. Und diese Familie stammt ursprünglich aus Holland, hieß mal von Pott und er ist dann unter dem Namen von Dehn nachher bekannt geworden. Er war also Statthalter des dänischen Königs in Schleswig-Holstein. Dieses Gebäude ist sehr interessant, also eines der wenigen schönen, gut erhaltenen barocken Herrenhäuser, was allerdings sehr aufwendig restauriert werden musste. Und während der Besitzer im Haus wohnte, wurde das Haus durchgebohrt. Also der musste da einige Wochen dann auf einer Baustelle leben. Und die haben dann Bohrkerne durchgesetzt. Der Burggraben wurde abgelassen komplett, dann wurde alles einbetoniert und das Haus wäre sonst zusammengebrochen. Aber es ist jetzt wieder, kann ich Sie beruhigen, komplett stark und wird auch die nächsten 100 Jahre über dauern. Also höchstwahrscheinlich länger als unsere Betonbauten. Hier haben wir die Kirche von Warz, das ist die zuständige Kirche, wo auch der Herr Graf Dehn beigesetzt wurde. Die hat sehr schöne Malereien aus dem Spätmittelalter und wie alle unsere Landkirchen auch eine Ausstattung aus den verschiedenen Jahrhunderten. Sehr sehenswert und auch interessant der wuchtige Turm, also ungewöhnlich auch für die Landschaft. In Karby gibt es noch einen ähnlichen Turm. Dann haben wir mal was etwas Früheres, wesentlich Früheres, und zwar ist das das Langbett. Das ist ein Langbett aus der Steinzeit, ein Relikt, was also in ganz Europa sogar selten ist, aufgrund seiner ungewöhnlichen Länge mit zwei großen Kammern. In die Kammern werden wir nicht reingehen, aber wir werden das Langbett natürlich besichtigen. Das liegt kurz vor der Ostsee und ist bekannt unter dem Namen Karlsminde. Also in der Nähe gibt es auch bei Karlsminde ein Gut und auch einen Campingplatz, aber dieses liegt sehr schön in der Nähe zwischen Gut Ludwigsburg und der Ostsee. Ja, dann nochmal auf die nächste. Haben wir die vierte, die dritte Exkursion. So. Mal zurück. Da geht es jetzt in eine ganz andere Region und zwar sind wir dieses Mal in Ostangeln und in Ostangeln gibt es das Landschaftsmuseum Angeln-Bunebad und es gibt natürlich sehr viele Landkirchen. Die Landkirchen in Angeln sind bekannt, überregional bekannt, weil es eine der höchsten Dichte in ganz Schleswig-Holstein und Norddeutschland von Kirchen dort gibt. So viele Kirchen, dass in der neueren Zeit nachher kaum noch im Barock und auch später was Neues gebaut wurde. Und die meisten dieser Kirchen sind aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Wir werden also nur zwei auf der Exkursion kennenlernen, die unmittelbar nebeneinander liegen. Die Querner Kirche und die Kirche Steinbergkirche, die wirklich Steinbergkirche heißt. Und wir werden zunächst natürlich im Landschaftsmuseum dieses Gebäude sehen. Das ist das älteste Fachhallenhaus Angelns von 1626, umgebaut 1790er Jahre und dann in dem Zustand 1825 nachher zurückversetzt. Dieses Gebäude war ursprünglich in Süderbrarup, wurde dann jahrzehntelang eingelagert. Keiner wusste, was er damit macht. Während der Zwischenzeit wurde im Freilichtmuseum der zweite Hof, der jüngere Hof von 1797 aufgebaut, den Sie jetzt im Freilichtmuseum in Molsee sehen. Und der jüngere Hof von dem Cousin des Besitzers, wo der Hof jetzt im Freilichtmuseum steht, beide aus Süderbrarup, steht jetzt in Unebad. Das ist ein Projekt, das nennt sich nicht Freilichtmuseum, sondern Museumsdorf.
Und Museumsdorf deswegen, weil also alle Gebäude in diesem Haus, in dieser Ortschaft, in dem Dorf, praktisch ein Teil des lebendigen Erbes sind. Das heißt, die sind teilweise auch noch genutzt, teilweise sind sie museal. Und wir haben einen Gasthof, einen richtigen angelegter Gasthof, wo es denn die Spezialitäten gibt und wo wir natürlich dann auch unsere Mittagspause einnehmen. Nach diesem Gebäude, wir werden nicht nur das Gebäude sehen, werden wir natürlich, es gibt 5 Museumsinseln, je nach Zeit und Interesse von Ihnen können wir dann aus den verschiedenen Jahrhunderten uns die Gebäude anschließend Windmühle ansehen. Dieses ist die Kirche von Querm. Die ist also ungewöhnlich, weil sie diesen wuchtigen Turm hat. Also es gibt einige andere Kirchen noch, in Böhl gibt es noch eine, die hat einen ähnlichen Turm. Die werden wir auf dieser Exkursion nicht sehen, weil wir ja in Ostangeln unterwegs sind. Aber ich mache noch eine zweite Exkursion, wo wir denn in Südangeln sind. Da kommen wir gleich zu. Und hier ist die Kirche von Steinberg, also Steinbergkirche. Das ist ein Gebäude, was innen auch interessant ist, was einen sehr schönen Altar hat und wo die Kanzel von den Mitgliedern der Gemeinde einzeln gestiftet wurde. Das war im Jahr 1640. Also da gibt es drinnen auch sehr viel zu sehen. Und auf dem Kirchhof gibt es einen der ältesten Bäume Schleswig-Holsteins, eine der ältesten Linden. Diese Linde ist 500 Jahre alt, wurde anlässlich der Reformation gepflanzt und hat einen Umfang, Stammumfang von 9 Metern. Ist mittlerweile mal auseinandergebrochen und musste dann wieder gestützt werden. Aber Sie sehen, sie lebt noch, sie blüht noch und die werden wir dann auch erleben. Das ist übrigens der Platz, wo sich dann die freien Männer zum Gerichtsthing, also zur Versammlung, das ist praktisch eine Gemeindeversammlung gewesen, früher trafen. Und die älteste Versammlung berichtet von 1584 und das heißt, 1584 hat dieser Baum denn schon gestanden. Höchstwahrscheinlich ist er noch älter. Also müssen Sie sich vorstellen, da kann man schon eine Achtung vor der Natur bekommen, wenn man jetzt dagegen das Menschenleben sieht. Am Ende der Exkursion werden wir dann an der Bucht, also in der Nähe, kurz unterhalb der Flensburger Förde, also das ist hier Steinberg, Steinberg-Haff, das ist der Strand von Steinberg-Haff, da werden wir praktisch die Exkursion dann auskriegen lassen und dann über Steinberg-Kirche nachher auch wieder dann zurückfahren. Dann haben wir jetzt hier noch die größer kriegen. Ja. Nochmal zurück. So. Ja, also das ist die zweite, also Kulturschätze Südangels. Also einmal sind wir ja im Ostangeln unterwegs und dann sind wir jetzt im Süden angelnd. Das ist, sind die Perlenschleidörfer. Die Schlei teilt ja Angeln und Schwansen. Nördlich angeln, südlich Schwansen und die Kulturschätze Südangels. Dort werden wir diese Perlenkette der Kirchen von Burgen, Ulstnitz und Brodersby an der Schlei sehen. Brodersby an der Schlei, nicht zu verwechseln mit dem Brodersby in Schwansen, da gibt es nämlich keine Kirche. Also hier gibt es eine Kirche und diese Kirchen sind alle aus dem Mittelalter und sind später dann umgebaut worden. Interessanterweise gehen sie dann auch letztendlich auf die Intention des dänischen Königs Waldemar zurück. Der hat ein Erdbuch anlegen lassen im 13. Jahrhundert, 1231. Und die erste Kirche, die von der Bauhütte des Königs gebaut wurde, war Sørup. Aber viele dieser Landkirchen wurden dann fast zeitgleich im 12. und 13. Jahrhundert dann gebaut. Das Besondere ist, dass wir bei den Angeliterkirchen, wie hier jetzt in Burgen, diese freistehenden Türme haben. Der Turm ist aus dem 15. 16. Jahrhundert aus Holz und steht immer frei neben der Kirche, also kein angebauter Glockenturm. Und ist heute noch in Benutzung. Und in der Kirche sieht es dann so aus, also hier haben wir eine Taufe aus dem 12. Jahrhundert, 12. bis 13. Jahrhundert, das ist, sind also ganz viele der Taufen in Angeln, noch aus romanischer Zeit, vielfach aus Granit, teilweise auch aus Sandstein und die Kirchen sind als Kastenbau relativ schlicht gehalten.
In dieser Kirche findet sich auch eine Grabplatte aus dem 16. Jahrhundert von dem Ritter Radlo und seiner Frau, die auch sehr berühmt ist, die auch bei Henning von Rumohr schon genannt wird, in seinen Herrenhäusern und Schlössern Schleswig-Holsteins. Und hier geht es weiter, hier sehen Sie wieder den Turm, jetzt ist es mal im Winter, aber wir werden natürlich nicht im Winter unterwegs sein. Das ist wieder der freistehende Glockenturm, das ist die Kirche von Ulslist, hier mit Dachreiter, wobei der Dachreiter natürlich dann viel später entstanden ist. Und hier ist der Eingang und diese Kirche liegt relativ nah zur Schlei, also oberhalb der Schlei, also in einer ganz schönen landschaftlichen reizvollen Lage. Und in der Nähe gibt es noch das Pastorat aus dem 18. Jahrhundert. Die Pastoren haben immer Glockenangel, die haben immer die schönsten und größten Häuser. Und dort werden wir dann auch das Pastorat sehen. Diese Kirche ist eine der wenigen, wo jetzt mal der Turm angebaut ist. Das ist die Kirche von Brodersby an der Schlei. Eine sehr kleine Kirche, aber aus dem 12. Jahrhundert. Und hier ist nochmal ein Blick in die Landschaft. Der Schlei, das ist der Blick von dem Kirchhügel runter in die Landschaft. Das unten ist die Schlei und Sie gucken praktisch von der angelnden Seite Richtung Schwansen. Ja, also um es nochmal kurz zu sagen, also ich fasse das auch nochmal zusammen, wie Sie das gemacht haben, die Daten, also die erste Exkursion findet am 25. April statt. Das ist die Exkursion auf den Spuren von Desmercier, Gut Quarnbeck, Kirche Flamhude, Imkendorf und Landschaftspark. Die zweite Exkursion findet dann auf den Spuren des Grafen Baron Lehn, des Stadthalters, nach Gut Ludwigsburg mit Innenbesichtigung auch durch den Gutsherrn in Schwansenstadt, Karlsminde, Langbett, Kirche Wars und Langholz. Langholz liegt direkt wieder an der Ostsee. Da gibt es eine kleine Karte auch, die auch ganz niedlich ist als Kontrast zu dem Gutshaus. Also eine Redlandkarte. Die dritte Exkursion wird dann zu den Kulturschätzen Ostangels führen, zum Landschaftsmuseum Angeln-Brunewart sowie zu den Kirchen von Quern und Steinbergkirche. Und die letzte und vierte Exkursion wird dann nach Südangeln führen, zu der Kirche von Bohren, der Kirche von Ulsnitz und der Kirche Brodersby an der Schlei. Also an dem Tag machen wir dann praktisch drei Kirchen, aber natürlich auch mit ausgiebigen Pausen dazwischen und auch entsprechend Mittagspause. Ich habe mich sehr intensiv mit den Kirchen und auch mit den Herrenhäusern auseinandergesetzt. Zurzeit bin ich gerade an einem Publikationsprojekt, was ich jetzt vor ein paar Jahren begonnen habe, wo ich pro Jahr immer einen Aussatz schreibe im Eckernförder Jahrbuch über die Güter Schwansens, unter anderem Gut Grünholz. Jetzt nächste Woche wird Gut Bienebeck vorgestellt, das wird dann auch erscheinen. Und in den Jahren danach sind dann andere angedacht, das heißt, das sind die Güter des herzoglichen Hauses, sodass wir in dem Bereich auch für die Zukunft auch noch die Möglichkeit wohl haben werden, auch in eines der Häuser mal des Prinzen zu Schleswig-Holstein auch hineinzukommen. Aber das ist erst für die Zukunft. Also erstmal geht es nur um diese vier Exkursionen. Okay, ich bin dann auch fertig. Ja, meine Damen und Herren, dann bin ich der Dritte im Bunde und will mal versuchen, halbwegs unfallfrei Ihnen die geplanten größeren Reisen vorzustellen. Ich bin als Eigentümer des Unternehmens vorgestellt worden. Das ist nicht ganz richtig, Eigentümerin ist meine Frau. Aber ich habe da schon was mit dem Unternehmen zu tun. Und ich habe auch, wir machen das, glaube ich, seit 15 Jahren gemeinsam ungefähr mit der Hermann. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und es gibt natürlich auch eine persönliche Verbindung zur Akademie, weil ich in den 80er Jahren, das ist schon ziemlich lange her, mal Leiter der Hermann-Ehlers-Akademie in Berlin gewesen bin. Die Akademie hatte ja mal vor der Wende eine Ausdehnung, die bis nach Berlin und Niedersachsen und Hamburg reichte und ist erst sozusagen seit der Wende auf ihren schleswig-holsteinischen Ursprung, hätte ich fast gesagt, zurückgeworfen. Moment.
Ja, da sind die Reisen, die wir alle geplant haben. Es sind, glaube ich, 7 oder 8, die wir durchführen wollen. Immer mit schon sehr bekannten und bewährten Reiseleitern. Unter anderem Herr Dr. Zöllner, der wieder, ich fast gesagt hatte, angedroht hat, dass er bei der einen oder anderen Reise dabei sein will. Aber bisher kann ich bestätigen, dass noch jeder heil wieder nach Hause gekommen ist. Allerdings, ich sage mal, sicher klüger, aber auch ein bisschen müder. Weil zu seinen Angewohnheiten ja auch gehört, die Leute, sage ich mal, von morgens 7.30 Uhr bis zum Untergang der Sonne, ich sage mal, durch die Kulturdenkmäler der jeweiligen Regionen zu schleifen. Aber wir haben auch ein paar Reiseleiter, die ein bisschen Kontrast zu bieten. Ja, da sind die Ziele nochmal aufgeführt. Sie sehen, dass wir tatsächlich einen ordentlich breiten Radius haben. Die erste Reise, die wir geplant haben, geht nach Thailand und Myanmar. Das haben wir, glaube ich, für Ende Januar geplant. Ende Januar, erste Februarhälfte, ist natürlich auch aus klimatischen Gründen in diese Reisezeit gelegt, weil das da ist Südostasien klimatisch am ehesten auszuhalten, weil es dann so ungefähr in der zweiten Hälfte der 20er Grade warm ist oder ich sage mal um die 30 Grad mit nicht so hoher Luftfeuchtigkeit und ab Ende März wird es dann teilweise 40 Grad, 45 Grad und da kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten, dass man dann sozusagen also bei so einer üblichen zöllnerischen Führung dann so, ich sage mal um die Mittagszeit wahrscheinlich unter Sauerstoffzelt muss. So, das ist ja 13 Tests. Ja, da sehen Sie, wo wir landen. Wir wollen mit der Lufthansa über Frankfurt erstmal nach Bangkok fliegen und dann erstmal uns die Stadt Bangkok anschauen, anderthalb Tage, und dann nach Chiang Mai, die Metropole im Norden zu reisen. Das ist ja, Chiang Mai ist eigentlich schon mehr als ein Geheimtipp, weil es ist besonders schön, es hat besonders viele, ich sage mal, sehr schöne buddhistische Denkmäler, auch sehr schöne Berge. Das ist dieses berühmte goldene Dreieck an diesem Grenzgebiet zwischen Burma, Laos und Thailand. Und dann wollen wir von Chiang Mai über Lampang zu Sukhothai zurückfahren nach Bangkok. Da sehen Sie ein paar Bilder. Der eine oder andere von Ihnen wird schon mal in Bangkok gewesen sein. Das sind die typischen Klongs. Ja, das sind die Ruinen von Ayutthaya, das ist die ehemalige Königstadt von Thailand. Und dann ist eigentlich noch ein Tag Ruhepause, die werden Sie dann noch benötigen. Das Reiseleiter, das liegt natürlich in Bangkok eingeplant, um dann nach Myanmar weiterzufahren. Myanmar ist ja ein ungeheuer spannendes Land, weil es eines der ursprünglichsten asiatischen Länder überhaupt ist und mit der intensivsten und noch am besten erhaltensten buddhistischen Kultur ist. Vor wenigen Jahren, ich würde sagen, vielleicht ist es 5 Jahre her, aus einer langen Phase der Abschottung herausgetreten und ist jetzt sozusagen für Touristen wieder zugänglich. Freilich mit dem Nachteil, dass die touristische Infrastruktur dem Ansturm der Touristen nicht ganz standhält. Und wie immer, wenn eine mäßige Infrastruktur auf eine große Nachfrage trifft, dann gehen die Preise nach oben und stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander. Jetzt haben wir noch mal ein paar. Herr Dr. Zöllner war, glaube ich, im vergangenen Jahr mal 14 Tage in Myanmar und hat sich kongenial in die Planung des Programms mit eingemischt, sodass ich glaube, dass wir tatsächlich die ganz wesentlichen, ja, da ist Bagan mit seinen wunderbaren Pagoden, dann ist der Innesee. Ja, und dann wurde es dann wieder über Bangkok wieder nach Hause gehen. Nach Italien reisen wir auch seit mehreren Jahren, und zwar eigentlich immer gerne zur Winterszeit, wenn es nicht so voll ist und wenn man sozusagen in den Uffizien in Florenz nicht 3 Stunden anstehen muss oder sich 2 Monate vorher anmelden muss, sondern wenn sozusagen vor der Tourismussaison, also im Vorfrühling, und auch da haben wir sehr, sehr bewährte Reiseleiter, nämlich in Italien mit Frau Marlies Hoch, die jetzt auch die letzten Jahre die Gruppen immer begleitet hat und deren enzyklopädisches Wissen gelobt wird, und Frau Dr. Schwarz-Weißweber aus Berlin, die Gruppe dann auch mit begleitet, sodass es eigentlich eine Rundumbetreuung gibt, mit der Garantie, dass gestellte Sachfragen immer und sofort eine Beantwortung zugeführt werden können. Wir haben uns als Reiseziel dieses Mal Umbrien gesucht, waren im vergangenen Jahr auch mal in Apulien und diesmal halt Umbrien mit einem Flug nach Rom, und dann hat man auch keine großen Entfernungen zu überwinden. Wir wollen in Spoleto Quartier machen und dann ausgreifen und diese ganzen wunderbaren, sich in gewisser Hinsicht doch auch ähnlichen Städte besuchen, die alle, sage ich mal, diese Wehrburgen auf der Spitze von Bergen haben, um verteidigt zu werden, und woran man natürlich auch sozusagen die kriegerische, die
die kriegerische Geschichte Italiens im Spätmittelalter bis zur Renaissance sehr gut nachvollziehen kann. Das ist das wunderbare Panorama von Perugia und der Palazzo dei Priori aus der Renaissance. Das ist natürlich ein Muss für jeden Umweltbesucher Assisi. Da werden wahrscheinlich im März auch noch einige Touristen rumrennen, aber da sieht man die berühmte Franziskus-Basilika, die nach dem Erdbeben auch sehr schön wieder aufgebaut worden ist. Das ist die Altstadt von Oviedo. Dann sehen wir den Palazzo von Gubbio. Also das ist alles, wie Sie sich denken, das ist alles sehr italienisch. Das ist, mutet uns allen, ich sag mal, ziemlich bekannter. Das ist Norcia, das muss auch sehr schön sein. Piazza San Benedetto. Ja, und dann bin ich auf einmal schon an der Loire. Auch, wir haben ja auch eine Tradition an Frankreich-Reisen, die ist vor mindestens zwei Jahrzehnten, sag ich mal, damals von Dr. hier begründet worden, der damals noch mit dem Bus und, ich sag mal, 30, 40 Leuten losgeschaukelt ist an die Loire oder nach Provence oder wo auch immer hin. Und in der Burgund natürlich auch. Und ich weiß, dass ich vor damals noch als Leiter der Hermann Ehlers Akademie mal mit ihm eine sehr schöne Reise nach Burgund gemacht habe und sehr guten Chambertin in Dijon getrunken habe. Habe ich eine gute Erinnerung dran. Diese Reisen werden jetzt geleitet von Herrn Dr. Schulze, der so ähnlich der im der akademische Hochrat an der Universität Potsdam ist, der sich in Frankreich auch sehr gut auskennt und der jemand ist, der bei unseren Reiseteilnehmern auch sehr gut ankommt, weil er zwar über sehr hohes Wissen verfügt, aber nicht versucht es, ich sag mal, den Reiseteilnehmern wie in einen Trichter in großen Mengen hineinzupropfen, sondern der, ich sag mal, doch ein Gefühl dafür hat, dass ein menschliches Gehirn, ich sag mal, Grenzen der Aufnahmefähigkeit kennt. Und da wollen wir nach Paris fliegen, um dann in Tourquartier zu machen und wollen dann eben, ich sag mal, die diversen Schlösser besuchen. Aber der Oberbegriff dieser Reise ist nicht einfach Loire, sondern ist einfach auf den Spuren berühmter Frauen. Das ist natürlich Maria Medici, die natürlich von Franz I. an die Loire gekommen ist. Das ist Anne von Bretagne und das ist Elena von Aquitanie. Und das bedeutet natürlich auch, dass eine Spannweite von etwa 400 Jahren bemessen wird. Und da sehen Sie die ganzen Ziele und die Bilder, die Sie jetzt dazu sehen, werden Sie kennen. Das ist die Kathedrale des Heiligen Martin in Tours. Und das ist Longuet. Und das ist ein wunderbares Schloss und sich mit dem Fluss von Amboise. Und das ist und die Schlossgärten von Lindandry. Und das brauche ich nicht zu sagen, das kennen Sie alle, das ist Chenonceau. So. Ja, und dann noch Chaumont. Und dann Chinon. Natürlich wird es auch bei dieser Reise die eine oder andere Weinprobe geben, das gehört ja dann an der Loire auch dazu. Ja, und dann wollen wir eigentlich über Fontainebleau und Paris wieder halb. Ja, diese Reise, wir haben ja auch immer über Himmelfahrt, so eine kleine Reise, so eine 5-6 Tagesreise, haben wir auch wieder geplant, vom 3. bis zum 8.6. in das Grüne und eher unbekannte Nordstanien. Auch hier muss ich Ihnen androhen, dass Ihnen Dr. Zölder nicht erspart bleibt. Da müssen wir nach Bilbao fliegen, das wird nicht direkt möglich sein, um von da aus auszugreifen. Wir haben auch da gibt es eine gute Reiseleiterin, Frau Barbara Spohr, mit der wir auch schon diverse Spanien-Exkursionen gemacht haben. Also wir greifen eigentlich bei den Reiseleitern immer nur auf bewährte Kräfte zurück und da können Sie sehr sicher sein, dass ich sag mal, dass Sie auf hohe Sachkompetenz und ein menschlich angenehmes Wesen stoßen. Ja, Nordspanien ist ja, viele kennen Nordspanien nicht, das ist im Wesentlichen Maya Baskenland und Kantabrien, das ist ja das grüne Spanien, weil es nördlich der kastilischen Hochebene eben doch immer Regenfälle gibt und man ein mildes mediterranes und auch durchaus auch manchmal regnerisches Klima haben kann. Das ist das Stadtzentrum von Bilbao, da sieht man mal diese sehr malerische kantabrische Küste in der Nähe von Santander, das ist übrigens eine wunderschöne Stadt, ist direkt am Meer gelegen und mit so ein bisschen Charme des ausgehenden 19. Jahrhunderts, weil damals die spanischen Könige statt auf Mallorca gewohnt waren, ihre Sommerfrische im Wortsinn immer an der kantabrischen Küste zu verbringen. Das Santillana del Mar. Und ganz in der Nähe sind die berühmten hohen Höhlen von Altamira, die neben den
von Lascaux in Südwestfrankreich die besterhaltenen prähistorischen Malereien zeigen. Die leider ist Altamira auch geschlossen, weil die vielen Besucher und die verbrauchte Atemluft diese Malereien gefährden. Und deswegen gibt es ein Museum mit einer modernen Ausstellung, wo man aber vielleicht sogar noch mehr sieht als in den Originalen. Ja, das lohnt natürlich auch. Hier ist eigentlich lohnt die Leise allein. Das ist dieses berühmte Guggenheim-Museum in Bilbao, das natürlich auch, ich sag mal schon, von seiner äußeren Gestalt her die Reise lohnt, aber auch sehr oft immer wechselnde und sehr interessante moderne Kunstausstellungen aufweist. Und das ist, ja, da muss man Glück haben, das ist San Sebastian, das ist natürlich auch wieder ein ganz wunderbarer baskischer Badeort ist, und was ist, der Blick ist oben von einem Berg, wo wir hochfahren werden, wenn das Wetter zulässt, um eben sozusagen einen Blick zu haben auf diese spektakuläre Lage dieser Stadt. Ja, das ist eine Reise, die wir auch schon öfter durchgeführt haben. Und zwar mit Marek Kluto-Paczynski, den viele von Ihnen auch schon mal kennengelernt haben. Das ist unser bewährter polnischer Reiseleiter aus Posen, der wunderbar Deutsch spricht und der sehr viele dieser Reisen durchgeführt hat. Auch diese Reise, wir haben dieses Mal auch wegen nicht so besonders guter Flugverbindung gelangt, dass wir mit dem Zug von Kiel nach Berlin fahren. Das kann man ja jetzt wenigstens morgens und abends einmal durchgehend tun, sodass man noch 2-3 Stunden in Berlin, und dann geht es mit dem Bus weiter nach Stettin. Das ist dann unsere sozusagen erste Station. Und dann sehen Sie, dass wie wir dann weiterfahren wollen, von Stettin, dann über Danzig, dann natürlich zur Marienburg und dann weiter nach Elbing und Allenstein. Wir angesichts der Zustände in Russland und der sich im Moment keiner Lösung zuzuführen scheinen, politischen Krise, haben wir dieses Mal verzichtet, nach Königsberg reinzufahren. Nicht nur, dass man ja dafür den Besuch Russlands ein Visum braucht, was teuer und aufwendig zu besorgen ist, sondern der Besuch in Königsberg ist immer noch, obwohl sich manches getan hat, eher deprimierend, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie die Stadt früher gewesen ist, wie sie heute aussieht. Aber dann sehen, und das führt auch dazu, was ich immer ganz angenehm finde, dass man nicht so große Strecken am Tage zu bewältigen hat. Ja, das ist das Schloss der Pommerschen Herzöge in Stettin. Und da sehen Sie, das sind Bilder, die ich Ihnen nicht erläutern muss, weil sie sehr typisch sind für diese wunderbaren Hansestädte und die man natürlich in Bremen und in Riga und in Lübeck so ähnlich kennt. Das ist die Kathedrale in Elbing. Und das ist der Frauenburger Dom, den ich besonders schön finde. Und da hinten sieht man das Haff. Das ist Allenstein und die Ordensburg. Und da geht die Reise zu Ende, nämlich, ich sag mal, nachdem wir noch in Gnesen, nochmal in die Bischofskirche von Gnesen geschaut haben, wo ja sozusagen 996 Polen christlich geworden ist, der Rinek, also der Marktplatz in Posen und die Kathedrale von Posen. Und von Posen geht es nach Berlin zurück und in Berlin geht es dann in den Zug und zurück nach Kiel. Und hier haben wir eine zweite Italienreise für den Spätherbst vorgesehen, wieder in der Begleitung von Frau Buch-Mirabile und von Frau Schwarz-Weißweber. Ich denke, wir fliegen entweder nach Verona oder nach Venedig. Auf jeden Fall ein kurzer Direktflug, das ist ja immer sehr angenehm. Um dann auf den Spuren von Andrea Palladio, dem berühmtesten Baumeister der Renaissance, im Wesentlichen durch das Friul und durch Venetien zu fahren. Beginnen soll das Ganze in, wo habe ich das Bild? Das habe ich manchmal, wenn man zurückgeht, das ist die Palazzo Villa Rotonda, das ist in Vicenza, da soll es losgehen. Moment, zurück. Aha. Ja, das ist die Ponte dei Piappini in Bassano del Grappa. Das ist ein Ort, der nicht nur wegen dieser Brücke bekannt ist, sondern auch, weil dort, ich sag mal, sozusagen die Geburtsort dieses wunderbaren Getränks liegt, das wir uns gelegentlich nach einem opulenten Essen mit gutem Rotwein zu den Mittel führen. Und wir werden natürlich auch Gelegenheit nehmen, eine der schönen Grappa-Destillerien zu besuchen. Ja, das ist Treviso, das ist nicht Teviso, sondern Treviso, aber Fehler sind dazu da, dass man sie macht. Piazza Libertà in Udine. Und das ist der Tempietto Langobardo, das ist natürlich auch sehr interessant, weil man natürlich auch auf die alte langobardische Kultur in dieser Region trifft, ungefähr aus dem 8. Jahrhundert. Das sind die wunderbaren Mosaiken von Aquileia, der Ruinenstadt.
Ja, und dann bin ich sozusagen, dann sind Sie, also dann sind wir auf einmal in Italien schon fertig, sind wieder heimgeflogen. Und dann kommt die, letzte Reise. Diese letzte Reise, ich kann Sie nicht ersparen, den Reiseleiter zu erwähnen. Ich sage dazu jetzt mal nichts mehr dazu. Wir waren ja mal gemeinsam, wir waren mal auf Kreta und dann haben wir mal Nordspanien gemacht und dann haben wir den Peloponnes gemacht und das Eckstück, was uns noch fehlte in Griechenland, sind die Inseln. Und da waren wir beide, ich sage mal, der Meinung, das sollten wir jetzt mal versuchen. Und wir wollen eben im Spätherbst, wenn es da unten schön warm und nicht mehr heiß ist, sozusagen ein bisschen Island-Hopping, wollte man neudeutsch sagen, betreiben und eben sozusagen von nach Athen natürlich fliegen und von da aus sozusagen die diversen Inseln besuchen, Delos und Mykonos, Naxos und Paros, sozusagen tagsüber immer mit dem Boot für 2-3 Stunden von Inselchen zu Inselchen und dann sozusagen uns die Sehenswürdigkeiten der Inseln reinziehen. Das ist natürlich die Akropolis und Tag Athen und das immer noch relativ neue Museums der griechischen Kulturgeschichte muss sein. Das ist, ja, da haben wir alle Urlaubsgefühle, wenn man sowas sieht. Ne? Es ist der Turm auf Naxos, das ist der Tempeltor von Naxos. Mykonos mit seinen Windmühlen und der Hafen und da hat man schon das Gefühl, dass man da sitzen könnte und ein bisschen Fisch essen. Ja, das ist Santorin, das ist die letzte Insel, das ist ja noch ziemlich weit südlich, die berühmte Kraterinsel Santorin. Da gibt es auch noch schönere Bilder, die ich jetzt irgendwie nicht gefunden habe oder nicht veröffentlicht habe, weil wir keine Rechte darauf haben. Ja, und dann kommen wir wieder nach Athen zurück und wollen dann nochmal zum Kloster Kasariani, um dann, ich sag mal, sie etwas ermattet, aber zufrieden, nach Kiel und Hamburg zurückzuschicken. Jetzt bin ich am Ende mit meinem kleinen Vortrag und freue mich, dass Sie die Geduld gehabt haben, mir zuzuhören und freue mich, dass ich so lange und für die Hermann Ehlers Akademie tätig sein durfte und habe auch das Gefühl, dass wir im Laufe der Jahre dann doch, ich sag mal, uns immer weiter verbessert haben, Programme optimiert haben und unsere Standards erhöht haben und das, was wir zumindest, ich sag mal, bei den politisch relevanten Reisezielen auch immer anbieten und fast ein Stück Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir immer bemüht sind, politische Gespräche zu arrangieren. Also er ist ja gerade aus Israel zurück, ich habe seinen Bericht noch gar nicht vernommen. Und auch da haben wir natürlich in Israel und Jordanien politische Gespräche geführt. Nicht so, dass man keine Besichtigung mehr macht, weil man im Seminarraum sitzt, aber dass man entweder morgens oder abends mit einem interessanten Gesprächspartner konfrontiert wird, um ein bisschen mehr von einem Land mitzubekommen, als nur seiner kulturellen Highlights. So, jetzt bin ich am Ende. Ich bedanke mich für eure Geduld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Ihrer Haut stecke und mich zwischen diesen ganzen aufregenden Zielen entscheiden muss. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Herrn Dr. Zöllner. Sie haben einen Ruf zu verteidigen, wir werden das beobachten. Bei Herrn Worm und bei Herrn Dr. Marien und natürlich bei Frau Köster. Und an der Stelle wiederhole ich kurz meine Einladung zum Glas Wein, bei dem Sie im Anschluss gerne auch die Fragen stellen können und auch schon Buchungen vornehmen können. Wenn Sie nicht entscheiden können, dann fahren Sie doch einfach mit beiden mit. Vielen Dank. Ja.